herzlich willkommen aus der Lobby State. Ja, schön, dass ihr eure Mittagspause mit uns verbringt, hier in der Lobby State, wo wir immer wieder interessante Gespräche haben, um die Pausenzeit auch noch zu nutzen und ein paar Einblicke in Programme und Initiativen zu bekommen. Und im Hochschulforum Digitalisierung, da gibt es ja diverse Programme, bei denen man sich beraten lassen kann, aufschlauen kann, wo man als Hochschule oder Hochschulangehörige ein bisschen Expertise bekommt. Und das ist nicht immer ganz so leicht, gebe ich als Externe mal zu, da so durchzusteigen. Was habt ihr alles? Peer-to-Peer, Hive-Delete, die Delegationsreisen. Und ich freue mich, dass wir hier die Lobby-Stage nutzen können, um da ein bisschen Klarheit zu schaffen und ich mit den Menschen sprechen kann, die diese Programme begleiten und initiieren. Und bei mir ist jetzt Anne Prill und wir sprechen über das Programm Hive-Delete. Anne, du bist Projektmanagerin fürs Hochschulforum Digitalisierung beim Zentrum für Hochschulentwicklung und in dieser Funktion zuständig für das Thema zukunftsorientierte Lernräume und eben für das Programm Hive-Delete. Genau. Und wirst uns da jetzt ein paar Fragen zu beantworten. Also, was ist es? Was ist Hive-Delete? Wie läuft das ab? Erzähl mal. Was ist Hive-Delete? Hive-Delete ist unser Peer-to-Peer-Tandem-Programm für die Zielgruppe Hochschulleitungen. Und das Besondere ist, dass wir hier zwei Hochschulleitungen aus zwei verschiedenen Institutionen zu einem Tandem zusammenbringen. Mhm. Das Besondere ist dieser Kontakt auf Augenhöhe, dieser Austausch auf Augenhöhe in einem ganz vertrauensvollen Rahmen, die Tandems, wenn wir sie dann zusammengebracht haben, über ein Jahr lang mit sich gestalten können. Das heißt, ihr bringt Hochschulleitungen auf Leitungsebene, genau, jeweils zwei Menschen, korrekt, zusammen. Ja, Hive-Delete, also Lead für Führungs, Lead steht drin. für die Führungsperson, die wir da vermatchen sozusagen. Und wie funktioniert das Ganze? Also schaut ihr da nach den Bedarfen, worum geht es der Person und wer hat da schon Expertise oder wie, ja, also wie bringt ihr die Menschen zusammen? Wir bringen die mit über einen gezielten Bewerbungs- und Matching-Prozess zusammen. Das heißt, wir fragen in einem Anmeldeformular Expertisen, Bedarfe, Wünsche auch ab und dann matchen wir die Person manuell, sodass sie sich auch über die Zeitraum möglichst gut in ihrer jeweiligen Funktion unterstützen können und auch proaktiv Sachen angehen können. Und seid ihr dann auch dabei bei diesem Austausch oder ist es wirklich so, dass ihr sagt, wir haben euch jetzt zusammengebracht, jetzt ziehen wir uns zurück oder wie muss ich es mir vorstellen? Also das ist auf jeden Fall der Hauptservice, sag ich mal, dass wir die Menschen zusammenbringen, diesen Matching-Prozess verantworten. Aber ich bin als Koordinatorin auch begleitend für die Tandem-Teams da. Und die Tandem-Teams haben einen Auftakt zusammen, also so ist auch der Programmablauf. Es geht immer ein Jahr, 12 Monate von Herbst eines Jahres bis Herbst nächsten Jahres. Und der Matching-Prozess zieht sich so über den Sommer. Und im Herbst machen wir einen Online-Auftakt. Dort lernen sich alle Tandem-Teams kennen und besprechen dort auch erstmalig ihren Prozess, wie sie sich, welche Frequenz treffen wollen, welche Themen sie füreinander da sind. Und dann verabschiede ich sie in ihre individuellen Tandem-Sessions, aber bin nicht aus der Welt, sondern wir laden nach der Hälfte des Programms circa, dann in dem darauffolgenden Sommer, zu einem Präsenztreffen ein, wo sich alle interessierten Tandems auch mal über das Tandem hinaus fachlich austauschen und da auch so eine Netzwerkgemeinschaft entsteht. Und dann zum Ende des Jahres verabschiede ich alle Tandems in einer kleinen Online-Session. Wir reflektieren nochmal das Format, das Gelernte. Genau, so läuft es ab. Wie oft habt ihr das jetzt schon gemacht? Der aktuelle Call, also seit 3. Juni, können sich wieder neue Hochschulleitungen bei uns anmelden. Zum 6. Jahrgang inzwischen. Wow, okay, ja. Also wir haben jetzt im aktuellen 5. Jahrgang 120 Hochschulleitungen schon gut und glücklich vermatcht. Insgesamt. Ja, boah, das ist eine Menge. Ja, okay. Also ungefähr 20 pro Jahrgang sind es jetzt gewesen. Das HFD hat ja auch dieses Programm der Peer-to-Peer-Beratung. Ja. Da können ja auch Hochschulleitungen mit involviert sein, korrekt. Schließt sich das aus, das Programm, oder ergänzt sich das? Oder vielleicht kannst du es auch nochmal einordnen für die, die es nicht kennen, dass man es einfach nochmal unterscheiden kann. Also das Tandem-Programm, das HFD-Tandem-Programm, ist aus dem Peer-to-Peer-Prinzip entwachsen und wir können das als ergänzendes Angebot sogar so verorten in unserem HFD-Kosmos, Programm-Kosmos.
Aber es kann von beiden Seiten rund um die Strategieberatung sozusagen verwendet werden. Entweder vielleicht als Einstieg, dass ich erstmal durch das Tandemprogramm gehe und auf individueller, persönlicher Ebene als Hochschulleitung ganz viel mitnehme, lerne, da auch für mich vielleicht auch Fragen aufmachen oder klären kann. Oder im Nachgang der Peer-to-Peer-Strategieberatung, dass ich das Tandem nutze, um an meinem Entwicklungsplan weiterzuarbeiten, dran zu bleiben und immer noch diese Expertise von außen, aber eben auch dieser Peer-Höhe, Augenhöhe immer noch habe. Also kein Entweder-Oder, sondern das ergänzt sich sogar auch ganz gut. Okay, gute Info. Wenn ich jetzt als Hochschulleitung sage, oh, das spricht mich an, das ist was für mich, aber ich habe eh schon genug auf der Agenda, so könnte ich mir vorstellen, geht es vielen. Wie viel Zeit sollte ich investieren? Welche Freiräume, Kapazitäten brauche ich? Ja, der Kern des Ganzen sind ja die individuellen Tandem-Sessions. Und die Empfehlung ist, dass sich die Tandems einmal im Monat verabreden, damit die Abstände nicht so groß werden, damit auch der vertrauensvolle Rahmen auch wachsen kann. Und erfahrungsgemäß sind es vielleicht so 6 bis 8 Wochen, aber durch die Möglichkeit über Videocalls und so weiter geht das ja auch schnell. Man kann man sich auch kurzfristig verabreden. Zu ungefähr 1 Stunde sollten die Sessions dauern. Zur Präsenzveranstaltung, ist eine Tagesveranstaltung, sollte man sich noch ein bisschen Zeit nehmen. Das Schmankerl ist da, dass wir auch natürlich inhaltlich bestimmte Themen setzen. Das ist nicht nur, wir treffen uns und quatschen, sondern wir setzen uns dann auch mit bestimmten Themen auseinander. Dieses Jahr ist KI, zu der Präsenzveranstaltung haben wir eingeladen, auch Präsenztreffen dafür. Und die Abschlussveranstaltung ist ja auch, also der Online-Auftakt sind ungefähr 2 Stunden und der Online-Abschluss 1 Stunde. Ich finde, es ist so im Rahmen. Und es ist ja auch langfristig im Vorhinein planbar. Dann, ist planbar und der Mehrwert ist, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich. Ist das so? Erzähl mal von den Rückmeldungen, die du bekommen hast. Genau. Jetzt sind da ja echt schon einige zusammengekommen nach 5 Jahren. Also ich glaube, dass ich am Montag für den nächsten Call aufrufen konnte, spricht zum für sich. Wir sind jetzt im 6. Jahrgang, das Interesse ist nicht abgerissen. Das finde ich, macht mich unglaublich stolz, das finde ich auch schön, dass das so trägt, dieses Tandem-Prinzip oder der Gedanke. Und 2 Anekdoten kann ich vielleicht teilen. 2 Teilnehmer haben mir zurückgemeldet, dass das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft war. Ach, schön. Und diese beiden Personen jetzt wirklich auf lange Sicht wichtige Knoten in ihren Netzwerken sind und auch bleiben. Und eine weitere Anekdote ist ein aktuelles Tandempaar sogar. Die haben sich gegenseitig besucht oder es gab einen Besuch, Vorortbesuch an der Hochschule und die haben das Tandem-Prinzip für diese Gruppe, es war so eine Art Delegationsreise, sogar erweitert, dass sich der Pressereferent mit der Pressereferentin unterhalten hat, Lehrende mit Lehrenden aus den verschiedenen Hochschulen. Ich fand es genial, das für sich so zu erweitern und da sein eigenes Netzwerk nochmal so aufzubauen. Das fand ich ganz toll. Mega. Ja, kriege ich Gänsehaut. Ja. Schön. HFD Lead, also ein Programm des Hochschulforums Digitalisierung, das sich an die Hochschulleitungen wendet. Neuer Call ist raus, man kann sich bewerben, also nutzt diese Möglichkeit. Vielen Dank, dass du uns darüber berichtet hast.